Da ist Eigeninteresse manchmal ein ganz guter, auch ein hilfreicher Antrieb. Wir haben heute viel gesprochen über Organisation, Kooperation, über Geld, über die Dinge, wie man die Themen vernetzt miteinander. All das ist wichtig. Aber mir am wichtigsten ist bei dem, dass es hier um Werte geht. Und zwar um christliche Werte, christliche Nächstenliebe. Nichts ist so näh an dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter wie das, was wir im Engagement für Gesundheit, für globale Gesundheit tun. Und das sollte uns treiben, meine Damen und Herren, mehr als Gut und Geld und Risiken und all das, was einen am Schluss selber betreffen sollte, könnte. In diesem Sinne, lassen Sie uns barmherzige Samariter sein, lassen Sie uns das Thema so vorantreiben, wie wir es heute hier diskutiert haben. Gesundheitsstatistiker vertreten den Standpunkt, dass es auch wieder in absehbarer Zeit zu anderen Pandemien kommen kann. Sind wir gerüstet? Wir versuchen natürlich auch mit den Stiftungen zusammenzuarbeiten. Die Gates-Stiftung zum Beispiel ist heute hier, andere vielleicht auch. Auch da müssen wir gucken, dass wir unsere Ziele eben koordiniert auch verwirklichen. Für mich war als Politiker besonders wichtig Ihr Hinweis darauf, dass globale Gesundheit wertebasiert sein muss. Das ist etwas, was wir manchmal zu weit nach hinten schieben in der Politik. Da sehen wir auch, wie politische Instabilität und Verunsicherung durch Ebola eine fatale Verbindung auch eingehen. Die Krankheit wird zur Durchsetzung politischer Interessen benutzt. Hilfskräfte werden bedroht und angegriffen. Und da stellt sich natürlich die Frage, geht es ja bloß um Eigeninteresse? Ich habe mich am meisten umgetrieben, die Hetze der Populisten, auch in diesem Haus, die da sagen, jetzt kommen Krankheiten zurück, die es lange bei uns nicht mehr gegeben hat. Und die Reaktion ist, wir müssen die Grenzen schließen. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen dafür sorgen, dass globale Gesundheit stattfindet, dass wir das voranbringen, was wir heute diskutiert haben. Um gegen diese Krankheiten vorzugehen, haben wir den globalen Fonds, dessen Wiederauffüllung für die Jahre 2020 bis 2022 steht an, im Oktober in Lyon. Und wir werden uns als Bundesrepublik Deutschland auch wieder substanziell daran beteiligen. Große Hoffnungen ruhen jetzt auf dem neuen Impfstoff gegen Malaria. Er wird in Malawi getestet, ist über 3 Jahrzehnte entwickelt worden. Unfortunately, einige Politiker haben den Ebola-Ausbruch leider zu ihrem eigenen Vorteil genutzt. Einige haben die Existenz von Ebola bestritten, behaupten, die Regierung würde es erfinden, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Für das Handeln in einer Zeit, wie Klaus Schwab, der Präsident des WEF, es auch ausdrückt, eine Zeit großer Möglichkeiten einerseits und großer Bedrohungen andererseits. Also eine Wendezeit. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch in Bezug auf die globale Gesundheit an so einem sehr, sehr kritischen Zeitpunkt sind. Wir haben neue Medikamente. 700 Menschen wurden bisher behandelt und wir haben mehr als 430 Überlebende. Deshalb danke für die Organisation, lieber Hermann Gröhl, lieber Georg Nüsslein, dieses Kongresses, den ich für ganz wichtig halte und bei dem ich gerne hier als Gast dabei war. Wir haben Leuchtturminstitutionen, die sitzen hier auch alle im Raum. Ich darf begrüßen Joe Serrell, den geschäftsführenden Direktor Globale Politik der Bill und Melinda Gates Stiftung. Sie sind Leiter des Büros in London und seit mittlerweile 18 Jahren für die Stiftung tätig. Und neben dieser Tätigkeit verweist Herr Serrell auch vor allen Dingen auf Erfahrungen aus Tätigkeit im Weißen Haus, seinerzeit unter dem ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore. Mr. Serrell, welcome. Zu Beginn des Jahrtausends hatten wir einen Anstieg der Finanzierung bei der globalen Gesundheit, einfach deshalb, weil wir Führer hatten, wie Ihre Kanzlerin, die sich dafür eingesetzt haben. Und ich freue mich zu sehen, dass Leute wie Präsident Macron das wieder auf die Agenda gesetzt haben bei den G7. Premierminister Abe in Japan macht das Gleiche. Wir haben in der G7 mehr Führer, politische Führer, die diese Schritte unternehmen. Die Öffentlichkeit muss auch an Bord sein. Ich meine, dass Deutschland hier gerade im Sinne von Preparedness und Vorsorge ganz signifikant eine Vorreiterfunktion einnehmen muss.
um zu erreichen, dass die Weltgemeinschaft gemeinsam einen Finanzierungsmechanismus für unsere globale Gesundheitssicherheit schafft. Wir haben in Deutschland eine sehr, sehr schwache Stiftungskultur. Das ist gerade im Global Health Bereich etwas, wo wir vielleicht auch lernen müssen, wie man mit sowas viel besser umgeht und Stiftungen viel besser einbindet als Finanzquellen. Wir haben in Deutschland keine Studiengebühren an Universitäten. Das darf man nicht vernachlässigen. Das ist ein Werkzeug, wie Global Health Betätigung, will ich mal sagen, nicht nur Global Health Forschung, sondern wirklich Global Health Ausbildung, praktische Ausbildung, bewerkstelligt wird in anderen Ländern, wie Universitätsengagement finanziert werden kann. Da brauchen wir Sonderwege. Globale Gesundheit ist immer auch Außenpolitik. Und dann haben wir beispielsweise die Frage, wie können wir eigentlich Forschung fördern im Bereich von, in einem Bereich, der nahe ist an der Entwicklungszusammenarbeit. Wer ist da eigentlich was für was zuständig? Wie können wir da eigentlich Finanzierungsinstrumente erschließen? Es wurde dann relativ schnell klar, Bill und Melinda Gates, dass ihre Mittel allein und selbst diejenigen von Warren Buffett, der jetzt auch Beiträge gemacht hat, der Bill und Melinda Gates Stiftung, dass das bei weitem nicht ausreicht, um die Probleme anzugehen, die diese Stiftung eigentlich angehen möchte. Und da wurde es uns ziemlich klar, dass wir enger mit Regierungen zusammenarbeiten mussten. Und wir müssen auch lernen. Wir sind eine lernende Organisation. Und das ist dann auch sehr im Mittelpunkt dessen, was das Betriebsmodell dieser Stiftung ausmacht. Deutschlands Führungsrolle und insbesondere die Führungsrolle von Kanzlerin Merkel war entscheidend dabei, Gesundheit auf die internationale Agenda zu bringen. Die globale Gesundheitspolitik wird von vielen als weiches Politikfeld gesehen, als Weltenrettung, auf die man notfalls auch verzichten könnte, oder als humanitäre Verpflichtung und entwicklungspolitische Kür. Die hohe wirtschafts- und sicherheitspolitische Bedeutung der globalen Gesundheit wird in Deutschland immer noch viel zu selten gesehen, obwohl es der viertgrößten Wirtschaftsmacht eigentlich sehr gut anstehen würde, dies in Betracht zu ziehen. Das gilt auch für die enge Verbindung zwischen der nationalen Politik und den nationalen Interessen und dem global verantwortlichen Handeln. Denn das Globale ist ja nicht nur dort, sondern es ist hier und es ist immer mehr hier. Internationale Partnerschaften, neue Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln, ist überall teuer. Und deswegen setzen wir auf internationale Kooperationen und enge Zusammenarbeit auf der einen Seite über Ländergrenzen hinweg, auf der anderen Seite zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Geldgebern. Vielen Dank. Jörg Mörle vom Medicines for Malaria Venture in Genf. Ich freue mich sehr, dass drei der größten Beiträger unserer Organisation hier versammelt sind. Die Gates Foundation, the Wellcome Trust und Deutschland. Entschuldigung. Wir haben ein HIV-Vaccine, das wir zusammen mit der Gates Foundation und der NIH entwickeln haben, das erste neue Medikament gegen Multidrug-Resistant Tuberculosis entwickelt, das auch ein Modell ist für Antimicrobial Resistance. Und die Frage ist, das alles in Zusammenarbeit mit vielen Partners weltweit. Ich denke, Jeremy ist ein Beweis dafür, dass man in der Tuberkulose arbeiten kann und Karriere machen kann. Denn die Stiftung ist ja recht groß, die er leitet. Jetzt mit der neuen Führungsrolle von Deutschland, wie können wir auch in eine neue Zusammenarbeit, eine neue Partnerschaft mit Deutschland treten, um solche Entwicklungen noch weiterzuführen in die Zukunft? Ja, mobile Labors, Drohnen. Und ich wünsche mir, dass der Fortschritt bei globaler Gesundheit weitergeht, dass wir investieren können und unseren Beitrag leisten. Und dann ist natürlich die Frage, was formt eine Generation von Wissenschaftlern? Ganz einfach, die Wahrnehmung, da muss ich hingehen, da mache ich Karriere. Und was beantwortet diese Frage? Ist auch wieder sehr einfach. Da ist das Geld. Also da sind die Fördermittel. Und damit kann ich eigentlich schon aufhören zu sprechen. Wir müssen so lange durchhalten und so lange diesen Bereich fördern, sonst kriegen wir keinen Wandel der Kultur. Ja, stimmt, in der Tat.
ohne die Finanzspritze geht nichts. Keine Forschung ist erfolgreich, solange sie nicht kommuniziert wird. Das bedeutet nicht mit den anderen Wissenschaftlern, sondern die ganze Gemeinschaft, die diese Wissenschaft trägt. Der Wissenschaft geht es nur dann gut, wenn Gesellschaft sie trägt, denn sie ist Teil der Gesellschaft. Und für den Wellcome Trust gilt, wir geben immer nur dann Geld, wenn es ein Engagement gibt gegenüber Kommunikation an die Öffentlichkeit. Nicht am Ende, nicht wenn alles fertig ist, sondern als elementaren Bestandteil. Und ich denke, das ist ganz wichtig für das, wie wir Forschung fördern. Ebola, Antibiotikaresistenz, Grippeepidemien, Impfverweigerung. Deutschland kann hier eine Führungsrolle übernehmen, nicht nur finanziell und andere Möglichkeiten, wo Deutschland sich sicherlich stark einbringen könnte. Dazu gehört das Thema Impfen. Die WHO hat Impfgegner. Ist ja auch eine interessante Feststellung, aber ich glaube auch eine, die wir in der aktuellen Debatte ja noch mal sehen, die Impfgegner zu den größten 10 Risiken der Weltgesundheit definiert und vor allem eben all die Impfmythen, die unterwegs sind. Ich finde es gut und richtig, dass auch die Europäische Kommission dieses Thema auch in der Frage, welche Informationen stehen eigentlich zur Verfügung und wie gehen wir tatsächlich mit Informationen in dem Bereich um, entsprechend vorangeht. Aber gerade bei so einem Thema wie Impfen sehen wir, auch das deutsche Gesundheitswesen ist ausbaufähig. Zusammen mit unseren Mitgliedstaaten haben wir uns auf ein ehrgeiziges Ziel geeinigt. Wir wollen 1 Milliarde Menschen mehr in den Genuss von universellen Gesundheitsdiensten bringen und das innerhalb der nächsten 5 Jahre. Ich glaube, wir brauchen ein gutes Narrativ. Wir brauchen ein anderes Narrativ. Die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die wissen noch nicht mal, was Global Health eigentlich sein soll. Also wir brauchen ein Narrativ, das das vermittelt. Und wir brauchen das, glaube ich, auch in der Wissenschaft. Denn globale Gesundheit, am heutigen Tag sitzen ca. 10 Millionen Menschen im Flugzeug. Wir tauschen uns aus. Menschen und Güter. Und damit kommen natürlich auch Krankheiten, Infektionen und Epidemien zu uns. Ich möchte noch einmal auf den Punkt zu sprechen kommen, was das öffentliche Bewusstsein angeht im Hinblick auf Global Health und sicherzustellen, dass wir ein besseres Narrativ haben. Das ist sicherlich richtig. Auch in Deutschland können wir noch ein Stück besser werden mit Unterstützung aus der WHO. Gesundheit für alle. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you very much.